Guten Morgen, beziehungsweise Abend. Wir sind jetzt schon seit 2,5 Stunden, seit 3 Stunden mit dem Auto gefahren von Springdale nach, wo sind wir hier gerade, beim Lake Powell. Und ja, es ist mal wieder mega warm und Kim ist mal wieder falsch angezogen, ist ja wieder so klar, ne? Aber man kann schon nicht weniger anziehen als ein T-Shirt und eine kurze Hose, aber ich habe eine lange Hose an. Und dieses scheiß Fräs-Ding nervt hier gerade. Wir sind hier gerade an so einem Staudamm, das kann ich euch auch gleich mal zeigen. Und wir fahren heute nach Kayenta, das ist bei Monument Valley. Hallo, kann der mal aufhören? Ich zeig's euch einfach am besten mal. Also wenn ihr mal in Amerika seid, ne, und auf öffentliche Toiletten geht, müsst ihr beachten, also erstens, da zwischen den Türen ist immer so ein Schlitz, da kann man immer durchgucken. Zweitens, die haben so dünnes Klopapier, ich weiß gar nicht, wie die das machen, da musst du erstmal einen Meter lang Klopapier nehmen, ja. Und dann funktionieren die Waschbecken oder dieses Ding da nicht, weißt du, anstatt Handtücher zu nehmen oder diese Papiertücher, haben die diese Föhnen, ne. Aber die funktionieren auch dann manchmal nicht. Ich glaube, ich müsste echt mal so ein Deutschland versus Amerika machen und dann so die Unterschiede mal aufzählen. Aber das ist, also die Klos sind hier nicht so der Burner. Papa, da ist unser Auto. Wir stehen hier gerade mitten auf der Straße, weil, also da vorne, ich weiß nicht, ob ihr sehen könnt, ist unser Kaff, wo wir hin müssen. Da vorne ist ein Unfall passiert. Das heißt, wir kommen da jetzt nicht hin und stehen jetzt hier ungefähr 300 Autos in einer Schlange. Wir warten, dass es jetzt geräumt wird, dass wir da hin können. Wir sind nämlich auch gerade schon wieder 2 Stunden gefahren. Ich habe geschlafen. Und irgendwie wollen wir jetzt einfach nur noch dahin. Aber ich weiß nicht, was ist das hier? Hier ist mega die Pampa. Aber wir sind hier ja auch nur einen Tag und morgen geht es dann weiter nach, ich glaube, in Grand Canyon irgendwie rein. Wir haben schon wieder $20 für so einen Eintritt bezahlt, jetzt für so einen Ausblick. Und wir hoffen jetzt mal, dass es sich gelohnt hat, weil für jeden Park bezahlst du ja einfach nur Geld. Für jeden scheiß Eintritt immer $20, nochmal 20. Da wird man echt arm. Also für die ganzen, okay, ja gut, es lohnt sich. Okay, ich zeig's euch. Fotos mit dem Sonnenuntergang gemacht. Zumindest haben wir es probiert. Mal gucken, was bei rausgekommen ist. Aber bei... Pff, der hat nach 3 Bildern schon immer keinen Bock mehr. Ne? Das macht gar keinen Spaß. Nick, wenn ich wieder da bin, machen wir gescheite Fotos. oh, guck mal, da sind Straßenhunde überall. Die tun mir voll leid. Schaut mal. Hallo. Oh, ich könnte die am liebsten alle mitnehmen. Oh Mann, die tun mir so leid. Und es läuft ja noch neben mir.